An sich bauen wir die Roboter nicht, wir dürfen die auch gar nicht bauen, das ist regeltechnisch verboten, denn wir spielen in der Standard-Plattform-League. Das heißt, alle Teams haben dieselbe Hardware und es geht nur um die Software, es ist sozusagen ein Kampf der Algorithmen. Wenn wir die Roboter bekommen, haben die eine Grundsoftware, die wird von dem Hersteller mitgeliefert. Die beinhaltet unter anderem, dass der Roboter aufsteht, dass er aufsteht, Leute ansieht. Grundfunktionen sind vorhanden, all das verwenden wir nicht. Der wird quasi komplett neu bespielt mit einem kleinen Embedded Linux-System, das stark von uns abgespeckt ist. Die wichtigen Sensoren, die wir benutzen, sind die Kamera im Kopf und am Mund. Die nutzen wir komplett, um unsere Umgebung zu erkennen. Das sind zwei Webcams, die halt das Bild verarbeiten. Wir sehen das Spielfeld im besten Fall und müssen dann erkennen, dass es auch das Spielfeld ist. Und die ganze Optik, wie wir uns umkennen, wie wir uns orientieren, läuft komplett über die Augen. In den Augen an sich, wo meistens Leute denken, dass die Kameras drin sind, befinden sich Infrarotsensoren. Die nutzen wir allerdings nicht, da sie eher für den häuslichen Gebrauch gedacht sind. Das heißt, man könnte damit dem Roboter zum Beispiel beibringen, das Fernsehprogramm zu wechseln. Ansonsten haben wir in der Brust die Ultraschallsensoren. Sehr praktisch, um erstmal grob zu erkennen, laufen wir gegen ein Hindernis, ist dort irgendwas im Weg. Die Finger können seit der neuesten Generation auch verwendet werden. Verwenden wir aktuell noch nicht aktiv, außer in ein Programm, das gerade programmiert wird, das beinhaltet, dass der Torwart den Ball aufheben soll. Ansonsten sieht man, wenn man uns spielen sieht, meistens, dass die Arme hinten sind, weil wir die nicht brauchen. Von außen sieht man dann vielleicht einen Fehler, wenn man gut ist. Und man kann natürlich währenddessen versuchen, den Code zu optimieren, aber während des Spiels darf man nicht eingreifen, aber zwischen zwei Spielen, die jeweils 10 Minuten sind, ist nochmal 10 Minuten Pause, wo man theoretisch die Möglichkeit hätte, einen Fehler der gefundenen Worte zu korrigieren. Ansonsten, wenn das Spiel läuft, dann läuft das Spiel und hoffen, dass alles funktioniert. Bei der RoboWM sind wir eigentlich gute Hoffnung, wieder wie die letzten Jahre gut mitspielen zu können. Dieses Jahr gibt es ja einen neuen Ball, vorher war der orange, dieses Jahr ist es ein normaler Fußball, wie man ihn kennt. Das heißt, dieses Jahr wird ziemlich wahrscheinlich viel neu gewürfelt, aber letzten Jahre sind wir immer relativ sicher in den ersten 3-4 Plätzen dabei gewesen. Und wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr diese Platzierung halten können, vielleicht sogar Weltmeister werden können. Wir hoffen es. Unsere größten Rivalen sind das Bremer Team, das ist immer jedes Jahr sehr stark. Und natürlich auch die Australier, die letzten Jahr den Weltmeister gemacht haben. Der Unterschied zwischen den Robotern, die wir hier bauen, und den Naos ist, dass die einen anderen Schwerpunkt haben. Also die konzentrieren sich darauf, wie sie diesen humanoid wirkenden Roboter zum Bewegen kriegen, wie die ordentlich laufen, ohne umzufallen. Wir hingegen haben Räder unter den Robotern, das heißt, wir rollen einfach nur. Wir müssen uns also keine Gedanken darum machen, dass wir irgendwie umfallen könnten. Bei uns liegt stattdessen der Fokus mehr darauf, wie wir unsere Umgebungsinformationen erkennen und auswerten können. Das ist ein speziell angefertigtes Gehäuse, weil es bei uns auch mit hohen Geschwindigkeiten zugeht. Da fliegen schon mal Bälle mit hohen Geschwindigkeiten oder wir bauen Crashs mit anderen Robotern. Wir haben da eine Spule, die eine hohe Spannung aufbaut im Bereich von 350 Volt. Damit wird dann so ein Metallplöngel angetrieben. Da schießt einfach so eine Säule raus aus dem Roboter. Und die schießt dann gegen den Ball, der wird damit in Bewegung versetzt. Was wir hier sehen, sind Rettungsroboter. Und mit Rettungsrobotern möchte man versuchen, in Zukunft Menschen zu helfen, die in Krisengebieten beispielsweise nach einem Erdbeben verschüttet sind. Es ist so, man hat als Einsatzleiter sich die Frage zu stellen, schicke ich Leute in ein Gebäude rein, um zu untersuchen, ob noch jemand drin ist. Es kommt häufig zu Nachbeben, das Gebäude stürzt ein, ich habe mehr Todesfälle quasi erzeugt, nämlich unter den Rettungskräften. Und mit diesen Robotern möchte man das quasi reduzieren oder man möchte auch diesen ganzen Einsatz in Krisenszenarien optimieren, soweit wie auch nur möglich ist. Gerade in Bereichen, in denen Menschen nicht gehen können, bestes Beispiel dafür ist Fukushima, da ist es einfach nicht möglich, eine Person reinzuschicken. Da ist sowas wie ein Rettungsroboter eigentlich die einzige Möglichkeit, um auszuschließen, dass Personen drin sind oder auch um Messwerte über Strahlung und dergleichen zu sammeln. Each of us are the world.
Taxe aus. Der Robocup war dieses Jahr technisch gesehen wirklich auch sehr gut organisiert. Wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Robocups nicht das Problem, dass irgendwie Strom aus, also kein Strom da war. Internet war immer stabil vorhanden. Das Licht hier in den Perlen war ziemlich gut. Wir konnten bis 23 Uhr rein, früh um 8 Uhr konnten wir, also von 8 bis 23 Uhr konnten wir an die Öffnungszeiten. Was relativ gut für die Teams ist, weil die halt quasi zwischen den Spielen immer sehr, sehr viel Zeit benötigen, um halt Bugs zu finden, die gerade aufgetreten sind. Besuchertechnisch war es auch ziemlich gut. Die letzten paar Tage waren sehr gut gefüllt. Ziemlich viele Teams, die aus Deutschland kommen, haben sich gefreut wegen der kurzen Anreise.